Hallo ihr Lieben, ich habe so einen Flohmarkt und Action Hall. Bei Action gab es nicht so viel, aber da sind halt ein paar Bastelsachen bei. Und der Rest ist vom Flohmarkt und da ist nicht so viel Bastelsachen dabei. Aber ich möchte es euch trotzdem zeigen, weil es interessiert ja mal einigen, wenn ich auf den Flohmarkt war. Und zwar, wir waren zu zweit. Und zwar. Ich weiß nicht, ob es dann immer interessiert oder nicht, aber ich erzähle es jetzt trotzdem. Und zwar waren wir bei Selgros am Butzweiler Hof. Da habe ich mich vertan. Ich habe erst gedacht, das ist Ikea. Aber Ikea ist erst am 10.10. Ja, und ehe wir dann wussten, wo wir parken müssen und ehe wir da waren, ach, ich war da ein bisschen genervt. War heute nicht irgendwie unser Tag. So, da gab es einmal hier so Lay's Fun Mix, 15 Tüten. Und da sind so unterschiedliche Sorten drin. Wir haben auch schon probiert. Sehr lecker. Die Tüte hat jetzt 2 Euro gekostet. Dann hatte sich mein Kind Leo ausgesucht. Zum einen, also es ist jetzt schon ein bisschen mehr mitgenommen, einmal so eins. Das hat jetzt 3 Euro gekostet. Und dann gab es ein Set, das war im Originalkarton, war aber schon gebraucht. War aber vollständig. Wir hatten es schon mal aufgebaut. Unten liegen jetzt nur noch die Einzelteile. Da hat dieses Set 10 Euro gekostet. Und an diesem Stand haben wir noch gekauft. Ach, wenn er jetzt hier oben wäre, könnte er mir sagen, welche Flugzeuge das sind. Ich habe es jetzt schon wieder vergessen. Es ist nicht Planes, es ist Jet. Jet. Da gab es mal eine Serie von. Einmal diesen großen und diesen großen. Die haben jetzt je 2 Euro gekostet. Und dann habe ich gesagt, nimm dir noch einen kleinen, dann bezahlen wir zusammen 5 Euro. Da hat er sich den Orangen ausgesucht und wir haben diesen kleinen blauen noch dazu geschenkt bekommen. Dann waren wir an einem Stand mit neuen Sachen und er steht aktuell so auf Beyblades und da gab es dann ein Set mit Beyblades. Es sollte regulär 8 Euro kosten, hat er gesagt. Dann hieß es nee, nur 6. Und jetzt haben wir 2 gekauft. Also wir haben unten noch ein anderes zusammen für 10. Ja, funktioniert auch sehr gut. Haben wir gut zusammengebaut. Klappt wunderbar. Ist natürlich nicht im Vergleich zum Original. Aber war auch in Ordnung. Jetzt muss ich mal gucken. Ich habe nämlich so eine fette Tüte oder fette Tasche. Da komme ich aber gleich zu, wo wir die Chips gekauft haben, haben wir auch die Chips für meinen Mann mitgebracht. Und zwar 4 Tüten für 1 Euro. Und es gab, den habe ich mir ausgesucht. Und zwar von Rotkäppchen Immunstark. Haltbar bis viel zu lange. Für 1 Euro. Da habe ich gedacht, den kann ich mir gönnen. Weil ich glaube, die Flaschen kosten aktuell, ich weiß gar nicht, die kleinen 1,50, 1,60 und die großen über 3 Euro. Ah, hier ist die dritte Tüte. So, und die doppelte Tasche hat es auf sich, dass wir einen Stand hatten, der rief die ganze Zeit: 5 Teile, 1 Euro, 5 Teile, 1 Euro. Und dort haben wir ein bisschen zugeschlagen. Zwar am einen hatte sich der Zwerg dieses ausgesucht. Er möchte hier Wasser reinmachen, aber es ist halt eigentlich ein Aschenbecher aus, ich würde behaupten, Jamaika. Fand ich aber sehr cool. Ist unbenutzt, ist auch noch neu gewesen. Dann gab es LKWs, da haben wir 3 Stück gekauft. Einmal diesen in Blau und einmal in Orange. Wenn man hier an der Seite dreht, bewegen sich die Dinger. Dann haben wir irgendeinen einfachen noch gekauft. Dann hatte ich ein Set von Brio als Ersatzteil für eine Murmelbahn. Nur war nicht diese Murmelbahn dabei. Und ja, es war auch schon, mir hat nicht reingeguckt, weil ich dachte, wir nehmen es einfach mit. Für das kleine Geld ist das nicht schlimm. Haben wir jetzt im Endeffekt weggeschmissen, was aber auch nicht ganz so tragisch ist. Dann habe ich hier 2 Lichterketten gefunden. Für Ostern, da habe ich gesehen, die sind sogar mit Timer. Das finde ich sehr, sehr cool. Diese habe ich zweimal mitgenommen.
Dann habe ich hier so ein Tischdeko-Set geholt. Da sind 6 Stück drin, diese hier. Dann für meinen Chef, das kriegt der morgen. Jetzt komm mir nicht wieder mit Karlsruhe rum. Wer hat denn ja nicht was zu sagen? Du oder ich? Meckert hier etwa einer über den Boss? Ja, fand ich sehr witzig. Der durfte auch mit. Der sieht auch noch sehr neu aus, weil dieses Drück mich normalerweise immer schon ab ist. Dann habe ich hier so eine Box gefunden. Das fand ich sehr cool. Da kann ich mal so ein paar Sachen beschriften. Und zwar sind das hier so Labels. Ich weiß nicht, ob man das sieht. So weiße Sticker. Eine ganze Rolle. Ich glaube, 1000 Stück. Nein, hier steht 110. Regulär für dieses Gerät habe ich nicht, aber ich habe jetzt Labels. Fand ich sehr gut. Dann einmal so kleine plastikbunte Eier. Wir haben ja draußen so für schöne Sträucher. Perfekt. Dann hat er sich, ach, die habe ich ganz vergessen, die Münze ausgesucht. Da wollten wir nachher mal gucken, ob die denn irgendwas Besonderes kann. Dann habe ich dieses Set gefunden, davon leider auch nur eins. Das lässt sich natürlich verbasteln, aber wir waren ja eben, dass wir nicht so viel Bastelsachen gefunden haben. Dann habe ich hier eine Mundharmonika gefunden. Fand ich sehr cool. Die sah auch recht gut aus, bis ich nachher im Licht ein bisschen genauer hingeguckt habe. Mal schauen. Ich habe aber entdeckt, dass sie vom Wert her doch was höher ist. Mal gucken, ob ich dann sage, ich lege sie mir hin, mache sie mir schön sauber und habe dann ein wertvolles Stück. Mal gucken. Und dann habe ich noch 3 Sachen. Einmal hier so ein großes Hasenset. Ja, es wird langsam dunkel draußen. Davon hat er noch ganz viele gehabt. Es gab auch Leute, die haben da ein Mega-Schnäppchen gemacht. Da waren so, ich würde behaupten, Playmobil-Sachen. Und da waren 5 Kisten und die hat er zusammen für 3 € verkauft. Das war schon echt, ja, cool. Dann habe ich hier von Tibo so ein CD-Box gefunden. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Hier sind so Hüllen drin, wo man was beschriften kann. Ich will das vielleicht zweckentfremden und für was anderes nutzen. Und dann, es gab noch, wir haben noch einen Holzklopfer mitgenommen, der wird draußen zum Spielen benutzt. Es war eine kleine Glasvase bei, die ist noch im Geschirrspüler. Er hat noch 2 kleine Matchbox gekauft an dem Stand, wo wir das Lego gekauft haben. Jetzt muss ich überlegen, war noch etwas dabei? Nein, ich glaube nicht. Und ich habe hier noch ein Fotoalbum gefunden. Das ist noch komplett foliert. Das möchte ich aufmachen. Da will ich mal gucken, ob ich die Seiten wieder anderweitig benutzen kann. Oder ich benutze es als Fotoalbum und gestalte mir das noch ein bisschen um. Das werde ich dann sehen. Ja, und halt die gute Tasche war dabei. Die ist echt schwer. Die werde ich mal sehen, ob ich die irgendwie waschen kann. Oder ob wir die draußen nur abspritzen. Auf alle Fälle, die hat eine tolle Qualität. Die ist gut schwer. Und ja, ich fand sie. Ich könnte hier nochmal reingucken. So, das waren die Sachen vom Flohmarkt. Holla. So. Dann nehme ich die Tasche runter. Dann war ich im Action und habe mir große Plastikbox nochmal 2 Stück gekauft. Und zwar diese rechteckige Variante in groß für 4,49 € 2 Stück. Dann habe ich gekauft, weil man die ja aktuell immer noch braucht, für 2,99 € Masken. Dann habe ich entdeckt. Und zwar 3 Sets. Einmal diese Luxury Greeting Cards. 99 Cent haben diese gekostet. Da sind verschiedene Varianten drin. Einmal dieses hier. Da ist die Artikelnummer. Einmal diese. Ich könnte ja mal das hier so ein bisschen aus dem Weg nehmen, ne? Und einmal diese hier. Da sind immer 8 Karten mit Umschläge drin. Dann hatte ich vor längerem, ich glaube 65 Cent kosten die,
so Einladungskarten gekauft. Die sind mir jetzt wieder in die Finger gefallen. Die habe ich euch gar nicht gezeigt. Wir haben sie nachher auch nicht genutzt, weil ich habe ja von Teddy Piratenkarten gekauft, die wir nachher benutzt haben. Weil erst sollte es eine Dino-Party werden und dann doch nicht. Die haben, glaube ich, 65 Cent gekostet. Und dann habe ich noch drei Sachen und einen kleinen Artikel vom Woolworths. Ich habe diese Glow in the Dark Dino-Decke gekauft. Da war sie noch im Angebot für 5,99. Kostet jetzt wieder 7,49. Die sind super schön. Die ist jetzt zum Verschenken für einen Kindergeburtstag. Dann gibt es jedes Jahr diese Variante an Geschenkboxen für einen Adventskalender. Gibt es noch in einer anderen Variante dieses Jahr? Und zwar steht, ich glaube, da steht One drauf, Seven, 22, also englische Wörter. Und das habe ich aber gedacht, ist noch was zu schwierig. Deswegen diese Variante. Und wenn mir das nachher doch nicht gefällt, dann habe ich schon überlegt, werde ich es wieder überkleben. Dann gibt es aktuell ein Airspray-Set. Da bin ich gespannt. Das werde ich mit dem Zwerg mal ausprobieren, wie das funktioniert. 11 oder 12,95. Ich habe den Kassenbon von dem, der liegt jetzt unten natürlich auf dem Tisch. Und das war's so fast. Und dann hatte ich noch ein bisschen Glück. Haha, viel Glück. Hier gab es diese Anhänger, da habe ich ja schon mal welche gekauft. Die kamen diesmal nur noch 10 Cent. Ich habe leider nur noch 8 Stück gefunden, die auch ganz waren. Es waren noch 3 oder 4 Stück, wo unten der Stiel leider abgebrochen war. Und ja, für meinen Zweck ist das dann leider zu schade, um diese zu verwenden. Auf jeden Fall, die haben 10 Cent gekostet, 8 Stück sind's. Die durften natürlich auch noch mit. So, ihr Lieben, das war jetzt ein Flohmarkt-Action. Ach so, wartet. Die kann ich euch noch zeigen. Die hatte ich gekauft um die 2 Euro und die waren 1,77 Euro. Ich möchte mal ausprobieren, um die Stifte zu markieren oder zu beschriften für den Zwerg, wie fein das ist, ob das funktioniert, wie ich mir das denke. Und hier möchte ich gucken, ob die abwischbar oder wegwischbar sind. Ja, mal schauen, weil hier sind sehr, sehr dünne Spitzen dabei und das wäre schon sehr, sehr schön. Die zwei habe ich noch gekauft gehabt, das ist aber auch schon ein bisschen länger her. Und sonst, ja, kann ich euch nichts weiter zeigen. Sonst habe ich nichts. Ihr Lieben, ich würde sagen, bis zum nächsten Video und noch einen schönen Sonntagabend. Tschüss.